Papier-Checklisten sind sicherlich nicht mehr zeitgemäß. Sie passen schlicht nicht ins 21. Jahrhundert. Die Hirschvogel Automotive Group ist eines der weltweit größten Automobilzulieferer im Bereich der Massivumformung. Wir beschäftigen ca. 6000 Mitarbeiter. Wir produzieren Teile, Komponenten rund ums Auto herum. Und es gibt so gut wie kaum ein Auto in Europa, sage ich mal, in dem nicht Hirschvogelbauteile verbaut sind. Nicht nur national, sondern wirklich international hat der Wettbewerbsdruck in der Automobilindustrie in den letzten Jahren enorm zugenommen, was natürlich auch bedeutet, dass das Thema Kosten und Prozessoptimierung an Bedeutung gewonnen hat. Wir mussten viel mit Excel-Listen arbeiten, mit ausgedruckten Papierlisten. Hier haben wir irgendwann festgestellt, dass das für das tägliche Geschäft unserer Mitarbeiter eigentlich zu komplex war. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einem Produkt, das uns an der Stelle der Dokumentation helfen kann. Wir haben von Anfang an gesagt, die Lösung sieht gut aus, die sollten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Schon das erste Mal, als wir die Lösung vorgestellt haben, hat man schon gesehen, wie es gearbeitet hat und wo dann die Use Cases in den Köpfen der Mitarbeiter entstanden sind. Und eine bessere Situation gibt es für die IT überhaupt nicht. Es fing in der Instandhaltung an und dann ist es dann eben weitergegangen über das Qualitätsmanagement hin zu der Logistik, ist in den Bereich des Schichtwechsels gegangen und dann hat sich das Ganze ausgebreitet in unsere Zentrale hier nach Denklingen, auch unser größtes Werk. Die Mitarbeiter sind auf uns zugekommen und haben gesagt, das brauche ich, das möchte ich haben. Da habe ich eine Idee, könnte ich das bitte ausprobieren? Und das ist ein großes Aha-Erlebnis für uns gewesen, auch in der IT. Zuerst haben wir es bei uns in der Werkzeugvorbereitung eingesetzt. So haben wir peu à peu ein Aggregat nach dem anderen in der Werkzeugvorbereitung umgestellt. Vor allem auch deswegen, weil Mitarbeiter auf mich zugekommen sind. Wann kommt das nächste? Weil die auch den Mehrwert gesehen haben. Auch für mich war es wesentlich einfacher. Ich habe die Möglichkeit, mit einem mobilen Gerät vor Ort zu gehen. Ich nehme das mit. Tut mir wesentlich leichter, als wenn ich alles in Papierform mitschleppen muss. Und auch ältere Mitarbeiter, die wo der Computertechnik also nicht ganz so aufgeschlossen gegenüberstehen, durch die einfache Bedienung fühlen sie sich eigentlich wohl damit. Und darum fragen die auch jetzt gezielt danach, wann die nächsten Dokumente von Papierform ins Digitale umgestellt werden. Wir können den verschiedenen Wünschen der Anwender gar nicht so schnell hinterherkommen. Wir werden tatsächlich gefragt, wann sind wir dran? Wir brauchen diese Software. Und das ist natürlich genial. Ich habe ja selber keine große Einweisung braucht. Das meiste habe ich mir selber Arbeit und wenn ich meine Reports aufmache, sehe ich sofort, welche Checklisten sind abgearbeitet, wo gab es Probleme, welche sind in Ordnung. Das ist ein Riesenvorteil für mich, weil ich immer auf dem aktuellen Stand bin. Wir haben deutliche Vorteile für uns feststellen können. Eine deutliche Verbesserung konnten wir zum Beispiel erzielen bei der Reduzierung externer Dienstleistungen. Allein das hat schon zu einer deutlichen Verbesserung geführt in einem niedrigen sechsstelligen Bereich. Der andere Bereich zum Beispiel ist die Maschinenverfügbarkeit, die sich dadurch verbessert, weil sich die Wartungszeiten deutlich verkürzen und die technische Verfügbarkeit der Maschine sich einfach erhöht. Siupleno besticht einfach darin, dass die Anwender sofort ausprobieren möchten, sofort damit arbeiten möchten. Und das ist genau das Richtige, was bei einer Software-Einführung eigentlich das Notwendige ist. Wir arbeiten sehr gerne mit Siupleno und werden auf alle Fälle das System weiter ausrollen. Wir können uns das nicht vorstellen, wieder zurückzukehren zu unseren ursprünglichen alten Prozessen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Mitarbeiter möchten.